Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Deutsch mit Katja. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Also heute in diesem Erklärvideo geht es eigentlich um, also wie sich man auf Deutsch entschuldigen kann. Okay? Also das Wort Entschuldigung brauchen wir oder braucht man im Deutschen in vielen Situationen, ja? Das werden wir also gemeinsam behandeln und werden wir auch ja zugleich andere Formulierungen, andere Alternativen fürs Wort Entschuldigung ja gemeinsam sehen. Wenn das euch ja natürlich interessiert, dann bleibt dabei bis zum Ende des Videos. Im Allgemeinen also sagt man Entschuldigung oder entschuldigen Sie, beziehungsweise entschuldigen Sie bitte. Das ist ja ein bisschen formeller, ja, wenn wir höflich mal sein möchten, ja. Oder entschuldige bitte oder entschuldigen Sie bitte oder entschuldigen Sie mir bitte, ja, also all das ist ja im allgemeinen Gebrauch, das ist ja ganz traditionell, sagen wir mal, okay? Aber das ist mal Gebrauch Nummer 1, das heißt die erste Verwendung des Wortes Entschuldigung. Und zwar, wenn wir eine Äußerung des Bedauerns über einen eigenen Fehler, ja, äußern möchten, okay? Dann verwenden wir in diesem Fall die Form des Bedauerns, Entschuldigung, oder entschuldigen Sie oder entschuldige bitte. Okay, das ist die erste Verwendung des Wortes. Es gibt ja mal die zweite Verwendung des Wortes Entschuldigung, und zwar, wenn wir die Aufmerksamkeit der anderen ja zu uns ziehen möchten. Ich will also die Aufmerksamkeit der anderen ziehen. Attirer l'attention, ou bien s'excuser pour avoir quelque chose. Das heißt zum Beispiel, Entschuldigung, wie viel kostet das? Ja, excusez-moi, okay? Oder zum Beispiel, entschuldigen Sie bitte, wo sind die Toiletten? Ja, also hier möchte ich eine Frage stellen oder sowas ja wissen. Dann sagen wir mal, entschuldigen Sie bitte, oder? Entschuldige bitte. Okay? Also, c'est dans le sens de excusez-moi, je veux quelque chose, ou bien je veux poser une question, und so weiter und so fort. Also, das Wort Entschuldigung hat eigentlich zwei Bedeutungen, zwei Gebräuche oder Verwendungen. So, erstens, wenn wir einen Fehler ja, gemacht haben. Und dann Nummer zwei, wenn wir ja sowas, die Aufmerksamkeit ziehen oder sowas ja wissen möchten. Okay? Und jetzt sehen wir uns mal andere Alternativen oder andere zusätzliche Formulierungen fürs Wort Entschuldigung ja gemeinsam an. Wir können also mal sagen, erstens, oh, das tut mir leid, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Zweitens, Entschuldigung, das war mein Fehler. Drittens, tut mir echt leid. Das kommt nicht wieder vor. Versprochen. Nummer 4. Oh nein! Wie konnte mir das nur passieren? Entschuldigung. Oder das ist mir wirklich peinlich. Oder beziehungsweise das ist mir wirklich unangenehm. Je me sens mal à l'aise. Okay, das ist vraiment... Je m'excuse vraiment. Okay? Oder letztendlich, entschuldige, wie kann ich das wieder gut machen? Comment je peux me corriger? Okay, also wie kann ich nur das wieder gut machen? Ja, also das waren, wenn wir ja einen Fehler gemacht haben. So kann man sich entschuldigen. Okay, gut. Jetzt, wenn wir zum Beispiel jemanden ja mit Worten verletzt haben. Was könnten wir jetzt in diesem Fall ja sagen? Erstens, es tut mir wirklich leid.
Das wollte ich nicht. Ja, das habe ich ja nicht gemeint. Zweitens, das war keine Absicht. Tut mir leid. Drittens, das habe ich nicht so gemeint. Wirklich. Also Nummer vier, ich wollte mich oder ich wollte dich oder sie, ja, je nach, also wenn wir höflich sein möchten oder mit Freunden sprechen, ja, ich wollte dich oder sie nicht verletzen. Sorry. Ja, das habe ich nicht so gemeint. Nummer 5, so war das nicht gemeint. Entschuldigung. Nummer 6, ja, das ist mir nur so herausgerutscht. Ja, je me suis trompé. Ich habe das gesagt, ohne zu denken. Ja, das ist mir nur so herausgerutscht. Das ist ein bisschen umgangssprachlich, ja. Na gut, es tut mir leid. Okay, dann. Am letzten sagen wir, ich wollte dich oder sie nicht verärgern. Ja? Ich hoffe also, dass es ein interessantes und hilfreiches Video war. Wenn ja, abonniere meinen Kanal, hinterlasse mir gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss!